Also herzlich willkommen heute zu einem Beitrag, den immer mehr Frauen treffen, der lange unerkannt bleibt, bis man mit mehr Symptomen kommt und der Gynäkologe irgendwann auch eine Veränderung der Anatomie feststellt, den sogenannten Lichensklerosus, der am Ende eine Hautveränderung im Intimbereich, der aber auch alle anderen Stellen treffen kann, aber für mich als Gynäkologe ganz wichtig, eine Veränderung im Intimbereich nach sich zieht, der ganz, ganz viele Probleme nach sich zieht. Häufig, typisches Leitsymptom ist, dass die Frau zum Gynäkologen führt, ist ein Brennen, ein Jucken, ein Reinreißen, das beim Sex entsteht, weil die Haut sehr dünn wird. Letztendlich sehen wir Veränderungen, die ganz häufig dazu führen, dass man falsch behandelt wird. Man denkt, das ist eine Pilzinfektion, das ist ein bakterieller Infekt. Ähnliches wird der Gynäkologe erstmal nicht erkennen. Er sieht eine leichte Veränderung im Bereich der Haut, insbesondere in der Intimhaut, sprich die Haut um die Klitoris, die äußeren Schamlippen, die inneren Schamlippen, der Scheideneingang, der sich verändert. Häufig verändert sich die Farbe, das heißt, dass Entfärben entsteht so langsam, deswegen wurde früher diese Krankheit die Weißfleckenkrankheit auch genannt oder Graurosis. Das Einschmelzen der Haut ist oft dann das, was als Leitsymptom auch zu erkennen ist. Ist man erfahren genug, erkennt man das in frühen Stadien schon und dann ist das auch behandelbar. Die häufigste Behandlung ist zunächst mal das Erkennen. Das ist das A und O. Das Erkennen bedeutet, man kann ab jetzt etwas runterbremsen. Die häufigsten Symptome sind natürlich der Juckreiz, das Brennen in dem Bereich, das Einreißen der Haut, die sogar mal bis zur Blutung führen können. Das sind alles Gründe, die Sie führen zu einem Gynäkologen, der sagt, ach, wir behandeln das. Ist er gut, wird er Sie früh genug behandeln. Häufig ist ein Östrogenmangel dahinten dran. Man muss es behandeln, zum Teil mit männlichen Hormonen, zum Teil mit Cortisonpräparaten. Oft ist die Kombination auch wichtig, um das einfach runterzubremsen. Die häufigste Ursache, die man heutzutage postuliert, ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, ihr Gewebe baut sich selber ab. Ähnlich wie man bei Hashimoto gegen die eigene Schilddrüse reagieren kann, ist bei der Autoimmunerkrankung, bei Lichensklerosus tatsächlich, dass die kollagenen Fasern eigentlich verbraucht werden. Die Haut wird dünn, wird rissig, ähnlich einem Wassermangel. Das Gewebe ist lange nicht mehr elastisch, es reißt viel schneller ein und diese Risse machen oft die Symptome, Brennen, Juckreiz und letztendlich ein starkes, unangenehmes Gefühl in dem Bereich. Wichtige Details für Sie ist tatsächlich, dass die Hautanatomie sich verändert. Der Eingang, der Scheideneingang verändert sich. Die Haut schmilzt regelrecht dahin. Am Ende sind keine inneren Schamlippen mehr zu sehen. Auch der Damm verändert sich. Oft verkleinert sich der Scheideneingang, weswegen der Verkehr schmerzhaft wird. Wir sehen oft, dass um die Klitoris oder um die Urethra, den Harnröhreneingang oder den Kitzler, die Haut sich verklebt, verengt, am Ende beide Organe nicht mehr klar sichtbar sind. Das glättet sich an wie ein Babypopo, entfärbt sich häufig, die Haut wird sehr hell, fast weiß, manchmal wie Lederhaut, so ähnlich sieht das aus. Und das ist für uns das eigentlich schon das Stadium, wo wir schon viel zu spät sind. Wir wollen sie eigentlich gar nicht dort haben. Ein Lichen ist nicht ansteckend. Das ist ganz wichtig. Das Zweite, was wichtig ist, es handelt sich auch nicht um eine Geschlechtskrankheit, sondern primär um eine Autoimmunerkrankung. Das Nächste, was für Sie auch wichtig ist, dass es in verschiedenen Phasen abläuft. Und dies gilt es früh zu erkennen. Und das Allerwichtigste ist, neben den vielen Symptomen, die das macht und Ihnen das Lebens und die Lebensqualität nimmt, ist die Gefahr auch der Entartung da. Die Raten, die in Studien festgestellt wurden, können bis zu 15-20% geben, dass diese Haut leichter mal entartet. Also umso wichtiger, dass Sie da einfach in eine enge Nachsorge letztendlich gehören und auch regelmäßig begutachtet werden. Letztendlich das Risiko, das man heutzutage wirklich postuliert, die man im Mindestmaß hat, ist ein Grundrisiko von 4-8%, wenn es absolut unbehandelt ist. Und in extremen Formen sogar bis zu 15%. Wenn sie behandelt werden, senkt sich das Risiko enorm ab. Und wie gesagt, die häufigste Behandlung ist tatsächlich die dauerhafte Behandlung in der richtigen Kombination für sie. Oftmals in verschiedenen Stufen behandelt, nämlich mit Östrogenen, mit Testosteronen oder Testosteronabkömmlingen, mittlerweile mit neuen Substanzen. Was häufig dabei ist, um auch die Hautreaktion zu mildern, ist oft ein Cortisonpräparat. Und in verschiedenen Stufen, Dosierungen und letztendlich auch Konzentrationen richtig angewandt, mildert es und bremst das Ganze auch entsprechend ab.
Begleiterkrankungen, die wir heute damit sehen, sind halt tatsächlich, dass der Lichen nicht alleine auftritt, sondern diese Autoimmunerkrankung häufig gekoppelt ist an andere Erkrankungen, die auch in diesen Formkreis der Autoimmunerkrankungen mit reinsetzt. Was wir auch wissen, ganz häufig für Sie, ist auch, dass das Ganze familiär bedingt ist. Wir sehen, bis zu 50% ist das Ganze vererbt. Also umso wichtiger, dass man Schwester, Mutter, Kinder auch schon vorwarnt, wenn da schon Symptome im Raum stehen, dass man daran denken sollte, dass sowas tatsächlich mal ein Symptom sein kann. Wichtig für Sie ist neben dem, dass Sie Ihre Angehörigen warnen, dass Sie am Ende eine gute Nachsorge, damit das Ganze nicht fortschreitet. Denn wir können es nur bremsen und das Ganze mildern, aber letztendlich ist das nicht etwas, was wir komplett zurückführen. Das heißt, wenn ein Gewebeverlust eingetreten ist, dann werden Sie damit leben müssen. Problematisch natürlich, wenn Sie in einer Partnerschaft leben, die Scheide viel zu eng wird, weil viel zu spät behandelt worden ist, dann führt es oft partnerschaftliche Probleme nach sich, die man eigentlich letztlich nicht wünscht. Also, wichtig für Sie, wenn Sie den Verdacht haben auf ein Lichen, letztendlich den Verdacht haben, dass das trotzdem eher ganzen Therapien als Pilz- oder Bakterieninfekte nicht greift, denken Sie an den Lichen, sprechen Sie Ihren Gynäkologen an oder er soll Sie zu einem Spezialisten schicken, der dann am Ende tatsächlich das Ganze nochmal begutachtet. Wir bekommen sehr häufig Patienten geschickt, sogar von Hausärzten, die den Verdacht haben, weil es einfach nicht greift, die Therapie, die die Gynäkologen oft anbieten, dass wir dann die Patienten vorgestellt bekommen und dann Diagnose stellen und dann erfahren, eigentlich mit einem Therapieplan die Patienten ausstatten und dann in die Nachsorge mit reinnehmen. So, das zum Thema heute Lichensklerosus. Ich hoffe, ich konnte Ihnen da einiges noch zu erklären, denn die Diagnose ist mittlerweile häufiger als früher, weil man mittlerweile immer mehr gelernt hat und viele meiner Kollegen geschult genug sind, die Diagnose überhaupt zu stellen. Bleiben Sie gesund, Ihr Robinson Ferrara.